kommen wir zur zweiten Talkrunde. Auf dem Sofa neben mir nimmt jetzt Birte Rohles Platz. Birte ist von Terre des Femmes. Sie arbeitet im Referat für sexualisierte Gewalt und wird jetzt etwas zur Situation sprechen. Wie sieht die Selbstbestimmung von Frauen und vor allen Dingen hier die sexualisierte Gewalt international und auch in Deutschland aus? Was haben wir da für Problemlagen? Birte. Hallo. Hoffen, dass dieses Mikrofon funktioniert. Ja. Okay, wir probieren es hiermit. Also erstmal ist es das Referat gegen sexualisierte Gewalt und nicht für sexualisierte Gewalt. Ich bin heute hier auf dem Podium, um ein bisschen was zu dem Thema sexualisierte Gewalt zu sagen, denn wir sind ja hier bei der Demonstration für sexuelle Selbstbestimmung. Und es wird immer ganz schnell vergessen, dass ziemlich vielen Frauen in Deutschland, aber auch weltweit, ziemlich häufig die sexuelle Selbstbestimmung genommen wird, und zwar mit Gewalt genommen wird. Und das ist ein weltweites Problem, das wissen wir. Es passiert natürlich dort, wo Kriege sind, als wird Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt. Aber es passiert auch hierzulande. Wir gehen davon aus, dass jährlich 160.000 Vergewaltigungen jährlich in Deutschland passieren. Und deswegen bin ich heute hier, um auch zu diesem Thema zu sprechen. Ja, sexualisierte Gewalt ist also nicht nur ein internationales Thema, sondern auch noch ein sehr aktuelles deutsches Thema. Wo sind denn die Ursachen zu sehen von diesen Gewaltübergriffen? Also wir sagen immer, beim Thema Vergewaltigung gibt es sehr viele Mythen und sehr viele Vorurteile um dieses Thema. Es wird oft davon ausgegangen, dass es sich um sogenannte Triebtäter handelt, die Vergewaltigungen ausüben. Und wir versuchen immer darauf hinzuweisen, dass es bei Vergewaltigung eigentlich um Macht geht. Und zwar um Macht, die ausgeübt wird gegenüber Frauen, gegenüber der Sexualität von Frauen, die ihnen genommen werden soll. Und zwar mit Macht, um sie zu erniedrigen und zu demütigen. Das ist der wesentliche Punkt bei dem Thema Vergewaltigung. So, und jetzt, was hat denn Terre des Femmes für Ideen, wie man die sexualisierte Gewalt und die Maßnahmen zum Opferschutz hier in Deutschland vorantreiben kann? Was wäre aus der Sicht von Terre des Femmes da besonders zu nennen? Welche Forderungen werden gestellt an Politik und an die, die darüber zu entscheiden haben? Mir ist ganz wichtig zu betonen bei dem Thema, dass wir bei dem Thema Vergewaltigung quasi in einem rechtsfreien Staat leben. Vergewaltigung ist eine Straftat, die hierzulande so gut wie überhaupt nicht bestraft wird. Darüber wird leider in den Medien sehr wenig berichtet. Es werden ungefähr 1000 Täter verurteilt für ihre Taten pro Jahr. Wir gehen davon aus, dass ungefähr 160.000 Vergewaltigungen jährlich stattfinden. Das wäre eine Quote von Verurteilungen dieser Straftat von noch nicht mal 1%. Wir von Terre des Femmes finden, das kann nicht sein. Wir leben in einem Rechtsstaat, also müssen solche Gewalttaten auch bestraft werden. Deswegen fordern wir eine Reformierung des Paragraphen 177 und wir fordern natürlich auch besseren Opferschutz. Dazu zählt für uns die anonyme Spurensicherung, die es überall flächendeckend in Deutschland angeboten werden muss. Auch in Berlin ist das Thema immer noch nicht durch. Es gibt keine Möglichkeit, die anonyme Spurensicherung zu machen, wenn eine Frau nicht Anzeige erstatten will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass die Frauen die Möglichkeit haben sollen, die Spuren erstmal zu sichern. Und wenn sie sich dann entschieden haben, nach 1-2 Jahren, wenn sie stabilisiert sind, sich zu einer Anzeige entschließen, dass sie dann auf diese Spuren zurückgreifen können, damit auch ein Gerichtsprozess stattfinden kann. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist für uns auch die Prozessbegleitung für Frauen, die vergewaltigt wurden, damit dass die psychosoziale Prozessbegleitung bekommen, dass sie nicht alleine dastehen, wenn sie vor Gericht gehen. Sie brauchen diese Begleitung. Wir sehen das immer wieder, dass das für Frauen sehr viel wert ist, wenn sie nicht alleine vor Gericht stehen, denn das ist für sie eine fürchterliche Situation, nochmal die ganze Tat zu schildern vor Gericht. Natürlich soll es am besten ja gar nicht erst überhaupt zu Vergewaltigungen kommen. Deswegen fordern wir, dass in der Schule viel mehr Aufklärung
Veränderung stattfinden muss, dass Mädchen lernen müssen, Nein zu sagen und über ihren Körper selbst zu bestimmen. Und das müssen sie in der Schule lernen, nicht erst, wenn sie erwachsen sind. So früh wie möglich müssen Kinder, Mädchen, Jungen sagen können, nein, wir haben keinen Bock auf sexualisierte Gewalt, wir bestimmen selbst über unseren Körper. Ja, vielen Dank an Pferde Kamm für diese aufmunternden Worte und euch viel Kraft, dass wir zusammen diese Paragraphen reformieren. Danke.